Beim HCD Warm-up vor dem Spengler Cup-Klassiker gegen das Team Kanada ist ein spezieller Gast auf dem Eis gestanden. Tor von Rotes. Es war eine Frau. Die Florence Schelling, Goalie der Schweizer Frauen-Nazi, ist vom Arno Del Corto eingeladen worden. Die 25-Jährige durfte mittrainieren und so können Herren Nazi Anluft schnuppern. Auspumpt, aber zufrieden, ist sie anschließend für ein Interview bereit gestanden. Florence Schelling, wie war es? Anstrengend, aber sehr lässig, eine wunderschöne Erfahrung. Und danke an Arno, dass ich heute da für ein Training mit Ihnen. Was hat dich am meisten beeindruckt von den Spielern? Hast du das irgendwie merken können? Nein, gar nicht. Ich war ziemlich mit mir selber beschäftigt, dass ich da nicht allzu blöd anstehe. Und ja, es war nicht schlecht. Was ist jetzt noch der Unterschied oder was fehlt noch, um einen Nationalgoalie aus dir zu machen? Noch ziemlich viel. Also ich muss mich definitiv an die Intensität daran gewöhnen. Die Schüsse kommen viel härter. Es ist natürlich viel ein aggressives Spiel. Der HCD-Spieler hat Florence Schelling überzeugt, sagt der Stürmer Sven Riese. Ja gut, doch, beeindruckt. Wirklich gut gewesen. Schön ausgesehen, gut ausgesehen, gut gehalten, top. Im Moment steht sie noch bei den Erstligamännern von Bülach im Goal. Wie weit offen sie es bei den Herren noch arbeiten wird, wird die Zukunft zeigen.